Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Agile Care Workshop. Heute ist der 9. September 2024 und die Besonderheit oder eine der Besonderheiten besteht darin, dass ich Sie aus dem schönen Südtirol begrüßen darf. Wir sind hier und ich freue mich riesig, dass Sie heute auch hier teilnehmen. Vielen, vielen Dank für Ihre Teilnahme und ich hoffe natürlich auch, dass technisch alles gut funktioniert, denn das ist ja alles nicht so ohne. Wir sind ja wirklich live. Begrüße auch diejenigen, die ja heute nicht dabei sein können oder nicht dabei sein wollen, die das dann in der Aufzeichnung verfolgen. Also starten wir gleich und ich will natürlich noch nicht starten, ehe ich nicht Claudia und Renate danke, die mir im Hintergrund helfen, nämlich Ihre Fragen zu beantworten, die Fragen, die Sie uns im Chat stellen. Vorab habe ich natürlich, wie immer, das sind Sie gewohnt, einen kleinen Vortrag vorbereitet, der heute ein bisschen anders ist. Der beginnt also, ja klar, natürlich mit dem Anfangsbild, ganz klar. Da wollen wir gleich mal sehen, dass, oder ich mache das mal gleich so, dass Sie auch jetzt. Wir sehen also 9. September und ich mache das auch mal gleich so, dass Sie jetzt hier auch den Download der PDFs vornehmen können. Das sind Sie ja gewohnt und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen behilflich ist, die Daten zu sichern für den Fall der Fälle und so weiter. Bleiben wir also bei Agile Smart. Und jetzt kann ich Ihnen wieder die Video, unsere Präsentation zeigen, Entschuldigung, unsere Präsentation fortführen und Ihnen auch zeigen, wie die Alternative, wie das funktioniert für Sie. Und muss ich nur das Richtige heraussuchen. Da sind wir. Und da das gelöscht wurde, haben wir eben das als Alternative mit dem Vimeo. Ich zeige Ihnen dazu gleich noch Konkreteres. Aber was wichtig ist für uns, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, direkt oder indirekt, aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Ja, und wenn Sie weiterhin interessiert sind an unseren Wissensvermittlungen, dann kann ich Ihnen nur ans Herz legen, kommen Sie zu unserem Abonnement Agile Smart. Dieses Abonnement ist ganz leicht über den eingeblendeten Link, nämlich ulrich-mtc.de/ Infodienst zu erwerben. Das kostet im ersten Monat 1 € und Sie können im ersten Monat die über 200 Beiträge schon genießen und können auch in dieser Zeit schon sich zu der Meinung eventuell hinbewegen, dass Sie das nicht mehr wollen. Sie können also jederzeit fristlos kündigen und um Wissen zu gewinnen, haben Sie hier, um das mal auszuprobieren, haben Sie hier ein Risiko von 1 € und das sollte es Ihnen wert sein, denn unsere Zielrichtung ist Leben ohne Krankheit. Das führen wir durch und das ist unser Anliegen. Und es kommen auch in dem ersten Monat schon weitere Beiträge dazu. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dabei bleiben würden. Ja, die heutige Agenda sieht so aus, dass wir erstens über die Frage, die uns immer wieder erreicht, wie lange muss ich denn die Anwendung durchführen, bis ich Erfolg habe, sprechen? Und zweitens geht es um Rückenschmerzen, was tun? Wir haben ja in der Vergangenheit über Augenerkrankungen, Makuladegeneration, über vorige Woche über Diabetes und davor über andere Erkrankungen gesprochen. Das können Sie jederzeit nachschauen über unser dauerhafte
Darstellung über ulrich-mtc.de. Dort können Sie diese Beiträge, Vortrag sozusagen vor jedem Workshop, können Sie unbegrenzt zeitlich dort nachschlagen. Sie können sich auch diese Downloads dann noch herunterladen, diese PDFs. Das Einzige, was dort nicht dauerhaft ist, das sind die einzelnen individuellen Fragen, denn wir möchten niemanden dazu bringen, oder dass er sich Gedanken macht, auch wenn das die ganze Welt weiß, was ich hier frage und so weiter, da möchten wir die Frage schützen. Und deshalb sind nur die Fragen, die über den Chat dann kommen und die wir dann beantworten, herausgenommen. Ansonsten ist das so. Und wenn mir Claudia nicht allzu böse ist und wir nicht so viel Zeit verlieren dadurch, möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eigentlich zu diesen dauerhaften Beiträgen kommen. Und ich versuche mal den Beitrag hier zu teilen. Nicht den Beitrag, sondern den Bildschirm will ich teilen. Und da wollen wir mal sehen, wie das jetzt hier geht. Ich trage also hier ein die Adresse ulrich-mtc.de, das ist unsere Homepage. Das sehen Sie, das Eröffnungsbild. Hier oben, wo Dr. Ulrich und Schmerzfrei Leben steht, sehen Sie das Menü in der Folge. Und da haben Sie bei Beiträgen, wenn Sie bloß mit der Maus darüber gehen, ich habe noch nicht geklickt, dann sehen Sie das Angebot Blogbeiträge, AgileCare Workshop und AgileSmart Beiträge. Da kommen Sie übrigens auch zum AgileSmart. Und bei AgileCare Workshop, da klicke ich jetzt drauf, da finden Sie alle Beiträge hier dargestellt über die Zeit. Und Sie sehen, der von Folgewoche ist natürlich auch schon darin. Und wenn Sie dort etwas suchen sollten, ja, dann können Sie hier in dieser Zeile, wo rechts, ich bin gerade mit der Maus dort, wo rechts die Lupe zu sehen ist, können Sie dann eingeben, das, was Sie suchen. Ich habe jetzt mal Diabetes. Natürlich muss man auf die richtigen Tasten drücken. Diabetes eingegeben und dann gehen Sie auf die Lupe und dann finden Sie natürlich die Beiträge, wo es um Diabetes ging. Unter anderem hier links den Beitrag vom 2.9. Und wenn Sie den eröffnen, ich habe das jetzt mal getan, dann haben Sie hier den Download der PDFs vom 2.9. So, nun, vielleicht damit soll es genug sein. Ich werde die Freigabe beenden und mich hier Ihnen wieder zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt der Fall ist. Ja, das ist fast der Fall. Und ja, hier geht es nun weiter mit unserer Präsentation natürlich. So, also die zwei Punkte. Und wenn wir hier zum ersten Punkt gehen, die Frage ist quasi ein Dauerbrenner. Wie lange sollte ich aus Ihrer Erfahrung die empfohlenen Anwendungen durchführen? Das wird immer wieder gefragt. Und da können wir nur sagen, dass das von uns in Wirklichkeit individuell überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht abzusehen ist. Die Unterschiede sind wirklich sehr, sehr groß aus unserer Erfahrung. Und Sie wissen, wir haben einen riesen Erfahrungsschatz, also bei mir persönlich einen Erfahrungsschatz über mehr als 35 Jahre. Und da muss man eben diese Frage, und ich sage das jetzt gleich, die Antwort schon, wir können das niemals individuell bezeichnen, aber ich kann Ihnen mal sagen, warum das so ist, damit Sie da Verständnis dafür bekommen. Und zwar möchte ich Ihnen fünf Beispiele nennen aus unserer Vergangenheit. Einmal die Neuroborreliose schweren Grades, also wirklich jemanden, der mit dem Leben Schluss machen wollte, weil er das nicht mehr ertragen konnte. Der hat eine einzige Anwendung gemacht und hat alle Schwierigkeiten damit beseitigt. Seine Baustelle ist weg und er hält diesen Zustand, diesen erfreulichen Zustand gesteigerter Lebensqualität nun schon 15 Jahre. Also eine einzige Anwendung. Oder dann eine Sepsis mit drohender Beinamputation. Nach einer Anwendung war es erledigt und das hält sich nun auch schon fast 20 Jahre. Wir haben auch jemanden, der sich das Gerät zugelegt hat und gesagt hat, ach, hier lese ich ja Katarakt, das heißt ja grauer Star, mache ich doch einfach mal diese Anwendung und
Der hat sich auch nicht gekümmert um irgendwelche Randbedingungen und hat die jeweils nur 2,5 Minuten langen Anwendungen durchgeführt, zweimal am Tag. Und das Problem war erledigt. Die Person hatte schon einen Operationstermin und das war dann erledigt. Das nächste ist wiederum eine ganz andere Geschichte, die viel mehr Zeit gebraucht hat. Ein Anwender mit operationswürdigen Herzklappenfehlern, Fehlern. Ich habe hier nur Einzahl geschrieben auf Fehlern. Und nach 270 Tagen hat er das erledigt, diesen Zustand. Und bis heute ist das getan. Sie sehen also schon oben eine Anwendung oder 2, 2,5 Minuten, also 5 Minuten. Und da jemand, der einige Anwendungen über 270 Tage durchgeführt hat. Aber erfolgreich. Beseitigung von Mikroorganismen bei Krebs. Dort sagen wir schon immer, machen Sie mindestens 6 Monate das. Und dort die Rückmeldung, die wir bekommen, bis zum Erfolg, das ist 4 Wochen bis 8 Monate. Das ist das, was wir dokumentiert haben. Nicht jeder meldet sich ja zurück, aber das ist das, was wir dokumentiert haben. Sie sehen also auch eine große Zeitspanne zwischen 4 Wochen und 8 Monaten bei Beseitigung der Mikroorganismen bei Krebs. Die chronische Blasenentzündung. Dort haben wir sehr viele Rückmeldungen, die gehen zwischen, bis zum Erfolg, ja, die gehen zwischen 2 Tagen bis zu 4 Wochen. Also viele weitere Beispiele könnte ich jetzt noch nennen. Allen ist gleich, dass die Anwendungsdauer weit streut. Deshalb bitte ich Sie auch um Verständnis dafür, dass Sie, ja, wie soll ich sagen, dass wir hier nicht sagen können, machen Sie das 5 Tage und dann ist alles erledigt. Nein, das ist nicht der Fall. Ich möchte nun darauf eingehen, was eigentlich dahinter steckt. Was, und bevor ich die Gründe dafür bringe, warum etwas mal länger oder kürzer dauert, möchte ich Ihnen erläutern, welche Abläufe wir eigentlich verfolgen. Wir kennen Einschränkungen der Lebensqualität. Das teilen Sie uns mit, erfreulicherweise und vertrauenswürdig. Und wir freuen uns darüber. Oder Sie melden uns Diagnosen. Oder Sie beschreiben uns Symptome. Oder Sie wissen ganz bestimmte spezifische und betreffende Mikroorganismen sind bei Ihnen erkannt worden und die können Hintergrund sein für oder auch Ursache für Ihre eingeschränkte Lebensqualität. Wir wählen entsprechend der Anwendungen aus mit dem Ziel der Eliminierung der verantwortlichen Mikroorganismen und richten optimale Anwendungen oder orientieren Sie auf optimale Anwendungen, Randbedingungen, auf optimale Randbedingungen der Anwendungen vor, während und nach den Anwendungen ein. Ich denke, alle, die an diesem Workshop teilnehmen, wissen, was damit gemeint ist. Wir wissen, dass jede Erkrankung mit der Existenz störender Mikroorganismen auf Zellenebene zusammenhängt. Die spezifische, selektive Beseitigung dieser Mikroorganismen, also dieser störenden Mikroorganismen, bricht die Symbiose zwischen Mikroorganismen und Erkrankungen auf. Und somit wird es ermöglicht, dass unser menschlicher Organismus die Heilung vonstatten bringt. Denn heilen kann sich nur jeder selbst. Gehen wir davon aus, dass zur Eliminierung der Mikroorganismen Agilcare-Anwendungen ausgewählt wurden, entweder auf unsere Empfehlung oder aus Ihrer freien Auswahl, das können Sie natürlich auch tun und das ist auch sehr begehrt, dann können folgende längere Anwendungszeiten oder folgende Gründe für längere Anwendungszeiten auftreten. Also hier nochmal auf diesem Video, dieser Folie sehen Sie, wie unsere Abläufe sind. Und erst dann, wenn die Abläufe eingehalten werden, ermöglicht es dem menschlichen Organismus, Heilung zu vollziehen. Ja, und hier die Gründe für unerwartet längere Ausfall, also längere Anwendungszeiten. Der erste Punkt wäre, die Anwendungen sind nicht den wirklich vorherrschenden störenden Mikroorganismen zuzuordnen. Ganz klar, dann müssen wir andere Anwendungen auswählen. Das braucht natürlich Zeit. Zweitens, die elektromagnetischen Signale, die wir aus Agilcare senden, erreichen die störenden Mikroorganismen nicht.
Was müssen wir tun? Was ist unser Vorschlag dann in dem Fall? Wir müssen die Position der Elektroden ändern. Wir gehen sogar so weit, dass wir sagen, vielleicht ist es notwendig, mehrkanalig zu arbeiten, also mit dem Erweiterungskit oder mit Arikea parallel. Es kann auch sein, dass wir außerdem die Leitfähigkeit verbessern müssen. Leitfähigkeit für elektromagnetische Signale durch unser menschliches Gewebe. Das ist ein Bereich der Optimierung der Randbedingungen. Und es kann auch sein, wir müssen die Bandbreite erhöhen. Das heißt, wir müssen andere störende Einflüsse, die sozusagen die Weiterleitung und Ausbreitung der elektromagnetischen Signale in unserem Körper behindern. Das müssen wir verändern. Das können wir tun, indem wir auch wiederum die Randbedingungen optimieren. Ich will nicht näher darauf eingehen. Drittens, die Zahl der bestehenden Mikroorganismen ist sehr hoch. Und wir schaffen es also nicht mit einer Anwendung oder mit nur zwei Anwendungen. Deshalb sind dort mehrere Wiederholungen notwendig. Auch das kostet Zeit. Es kann auch sein, dass die Entgiftung nicht ausreichend ist. Und das wäre auch ein Bereich, wo wir die Randbedingungen optimieren, um die Zeit bis zum Wohlergehen zu verkürzen. Des Weiteren können Mikroorganismen weiterhin über Infektionen trotz unserer Anwendungen über andere Wege aus der Umwelt zum Beispiel zu uns gelangen oder von anderen Personen, was ja auch die Umwelt ist. Und sie kommen mehr, als wir sie beseitigen können. Das ist möglich. Ich will mal ein Beispiel nennen. Zum Beispiel, wenn ich in einer Wohnung lebe, wo feuchte Wände sind, nicht alle, sondern vielleicht eine Ecke in der Wohnung ist feucht und dort hat sich ein bestimmter Pilz angesammelt und über die Sporen nehme ich diese Pilze wieder auf und die Toxine, die die Pilze in meinem Körper entwickeln, schaden mir. Und da werde ich es oft, und das haben wir schon Beispiele gehabt, werde ich es nicht schaffen, mich sozusagen zur besseren Lebensqualität zu bringen durch den Einsatz von Agilcare, sondern ich muss auch die Strahlung oder in dem Fall die Pilze aus dem Gebäude verbannen. Das kann auch elektromagnetische Strahlung sein, daher eben dieser Einwurf. Und es können auch Schadstoffe sein, von denen wir uns bereinigen müssen. Ja, und letztlich, und da bin ich mit meinen Beispielen der Gründe für verlängerte Anwendungszeiten schon am Ende, dann mit meinen Beispielen bin ich am Ende, aber es gibt sicherlich noch mehr Gründe, dass wir eben Mikroorganismen zu dem Zeitpunkt beseitigen wollen, wo sie nicht empfindlich sind. Wir haben so ein Beispiel schon gehabt, dass man eben zum Beispiel Warzen, dass die Warzen, ich versuche das auch immer den Teilnehmern mitzuteilen, dass die optimal zu beseitigen sind, wenn wir Vollmond haben. Will ich auch nicht weiter eingehen, das ist jedenfalls kein Mystizismus, sondern das ist ein ganz klarer naturwissenschaftlicher Zusammenhang. Und deshalb kann ich nur dann, wenn das nicht klappt, um Wiederholung bitten, dass man eben auch in die Zeit hineinkommt, wo eben ja die Bedingungen so sind, dass sich diese Mikroorganismen massiv vermehren und dann sind sie nämlich ganz empfindlich. Dazu gibt es eine ganz, ganz interessante Arbeit, von der ich vor 25 Jahren erfahren habe. Ein mir bekannter deutscher Arzt in Berlin, der hat eine Arbeit geschrieben, wo er mal untersucht hat, wie verhält es sich eigentlich in Abhängigkeit der Mondphasen mit Zwischenfällen bei Operationen. Und da hat er sehr viele Krankenhäuser von Berlin hinzugezogen und hat sich angeschaut und hatte ganz klar herausbekommen, dass zur Zeit des Vollmondes die meisten Zwischenfälle stattgefunden haben. Warum? Weil sich dann in dieser Mondphase die Mikroorganismen am besten vermehren. Und das ist für uns ein günstiger Zeitpunkt, nämlich dann sind sie besonders empfindlich und von uns mit Agilcare erreichbar und besser zu vernichten. Also auch wenn der Zeitpunkt nicht gestimmt hat, kann es zu Verlängerungen notwendig sein, dass wir eben
weitere Zeitpunkte der und durch Wiederholung eben das dann ausmerzen. Wenn wir das richtig treffen, ist, also ich habe zig Anwendungen, Rückmeldungen, zum Beispiel bei Warzen, weil man es eben sehr gut sehen kann, dass man eben mit einer einzigen Anwendung dort zurechtgekommen ist. Das kann insgesamt die Minderheit der Anwendung sein, das ist richtig, aber es gibt sie zuhauf. Zusammenfassung zu dieser ersten Frage, nämlich wie lange dauert es, kann man also sagen, wir haben mit der Erreichung des Optimums der Randbedingungen möglichst gute Verhältnisse, um die Erzielung schon nach kurzer Zeit, die Erzielung des Vorteils, der Lebensqualität schon nach kurzer Zeit zu schaffen. Randbedingungen, das ist nur eins. Und wir geben Ihnen gern individuelle Beratung und wir kommen heute Abend auch noch auf den Bereich zurück, dass wir eben Ihnen gerne auch individuelle Beratung geben und über welchen Weg das passiert, wissen die meisten von Ihnen. Aber ich gehe heute noch mal kurz darauf ein. Kommen wir zum zweiten Punkt. Rückenschmerzen, was tun? Es gibt für Rückenschmerzen ja vielfältige Gründe. Und ich habe selbst an einer Studie mal teilgenommen, das war die sogenannte Bochumer Studie. Die ist, ja, das ist jetzt schon länger, also 27 Jahre her, jetzt habe ich es ermittelt aus dem Gedächtnis, 27 Jahre her, und da hat man erstmal festgestellt, dass so fast jeder Erwachsene einmal im Leben, mindestens einmal im Leben Rückenschmerzen hat, die ihn beeinträchtigen in der Ausführung seines täglichen Ablaufs und zum Beispiel auch seines Berufs. Und um das genau zu sagen, das sind dann 87% gewesen. Ich bin der festen Überzeugung, heute, 27 Jahre später, dass dieser prozentuale Anteil gestiegen ist, trotz massiver Maßnahmen in der Medizin. Aber die scheinen nicht auszureichen. Da will ich auch mal die provokante Mitteilung geben, die mir auch schon viele, viele zig Jahre bekannt ist. Wir haben in Deutschland gegenüber den USA auf pro Kopf gesehen 8-mal so viele Wirbelsäulenoperationen. 8-mal so viele Wirbelsäulenoperationen. Aber wir haben in keinster Weise proportional gesehen, prozentual gesehen, weniger Rückenschmerzen, also weniger Menschen mit Rückenschmerzen. Also kann man davon ausgehen, dass die Vielfalt und die Häufigkeit der Wirbelsäulenoperationen epidemiologisch nichts bringt. Gehen wir auf die Gründe ein. Was gibt's wegen Rückenschmerzen? Und ich habe einfach nur mal, es gibt viel, viel mehr natürlich, die 5 häufigsten aufgelistet. Da haben wir einmal die Muskelverspannung. Oft resultieren Rückenschmerzen aus Verspannungen oder Zerrungen der Muskeln und Bänder, die durch schlechte Körperhaltung, schweres Heben oder plötzliche Bewegung verursacht werden können. Zweiter Grund: Bandscheibenvorfälle. Die Bandscheiben zwischen den Wirbeln können sich verschieben oder reißen, was zu Schmerzen führt, wenn sie auf Nerven drücken. Drittens, Arthritis. Sie hören schon, Itis, da geht es also um Entzündung. Verschleißerscheinungen der Wirbelsäule, wie sie bei Arthritis auftreten, können zu chronischen Rückenschmerzen führen, insbesondere bei älteren Menschen. Ich kenne mittlerweile schon hunderte von Menschen, die man noch nicht zu den älteren Menschen zählen kann, und die haben eine Arthritis. Viertens, Osteoporose. Diese Erkrankung führt zu einer Schwächung der Knochen, was das Risiko von Wirbelbrüchen erhöht und Rückenschmerzen verursachen kann. Und schließlich fünftens, und wie gesagt, ich habe nur 5 Gründe ausgewählt, die 5 häufigsten, Stress und psychosomatische Faktoren. Das ist der 5. Grund. Stress und emotionale Belastungen können Muskelverspannungen verstärken und so Rückenschmerzen begünstigen. So sieht es also mit den Gründen aus. Was haben wir von Agile Care, und ich nenne es wirklich hier nur Agile Care, und ich weiß, dass es auch sehr viele, jetzt hätte ich fast gesagt begleitende, nein, sehr viele wirkungsvolle physiotherapeutisch, also manuelle Therapie gibt, die hilfreich ist,
Auch Chirotherapie ist hilfreich, das weiß ich. Ich konzentriere mich jetzt auf das, was unser Thema hier ist in unserem Workshop, nämlich auf die Anwendungen, die wir mit Agilcare empfohlen haben und die gleichzeitig über die Rückkopplung zu einer bedeutenden Eintragung in unserer Datenbank geführt haben und die eine große Wertigkeit haben. Sie merken schon an meiner Formulierung, dass es weitaus mehr Anwendungen gibt, auch mit Agilcare. Aber ich habe hier mal die wichtigsten herausgezogen. Und ich möchte sie Ihnen sehr gern vorlesen. C1486, ich wiederhole den Quellencode-Index, C wie Cäsar 1486, und der heißt steife Muskeln. Das passt schon ganz klar zu dem ersten Grund. Dann A371, ich wiederhole den Quellencode-Index, A wie Anton 371, und die Anwendung heißt Chlamydia-Pneumonie. Das wissen diejenigen, die schon mehrfach am Workshop teilgenommen haben oder uns mit ihren Fragen versorgt haben. Chlamydia-Pneumonie, das ist zwar ein Erreger, der erstmals in der Lunge gefunden wurde, deshalb ist er auch bei uns in der Gruppe Atmung zu finden, aber er macht uns ganz, ganz große Probleme, auch im Bereich des Bewegungsapparats, im Bereich der Gelenke, im Bereich Herz-Kreislauf und natürlich dort, wo er das erste Mal gefunden wurde, auch im Bereich der Lunge und somit auch bei Rückenschmerzen. Und ist sehr hilfreich, diese Anwendung durchzuführen, wenn man Rückenschmerzen hat. Drittens, C1052, ich wiederhole den Quellencode-Index, C1052. Die Anwendung heißt Reparatur der Myelinscheide bei multipler Sklerose. Streichen Sie es einfach gedanklich, dass bei multipler Sklerose, das heißt also, wir können damit die Mikroorganismen eliminieren, die für die Zerstörung und Beschädigung der Myelinscheide zuständig sind. Die Myelinscheide ist ein wirklich sehr wichtiger Bereich der Nerven und darüber gibt es natürlich, wenn der beschädigt ist, schmerzhafte Zustände und das passiert auch ganz, ganz häufig bei Rückenschmerzen. Dann, das haben Sie aus meiner Auflistung der Gründe gefunden, bietet sich natürlich an die Anwendung C1445. Ich wiederhole den Quellencode-Index C1445. 445 Bandscheibenvorfälle. Und dazu gehört auch, weil genauso erfolgreich ist diese Anwendung und deshalb würde ich immer, wenn ein Bandscheibenvorfall verzeichnet oder vermutet wird, die nachfolgende Anwendung auch mit anwenden. C482, ich wiederhole den Quellencode-Index, C wie Cäsar 482 Bandscheibenvorfall. Dann natürlich die rheumatische Arthritis, sie hat den Quellencode-Index A272. Ich wiederhole, A wie Anton, 272, rheumatische Arthritis. Wenn wir uns an den Grund erinnern mit der Osteoporose, und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Osteoporose haben, auch unerkannt, dann ist zu empfehlen, die begleitenden und vielleicht auch verursachenden Mikroorganismen zu beseitigen durch folgende Anwendung. U57, ich wiederhole den Quellencode-Index, U wie Ulrich, 57, und die Anwendung heißt Knochenregeneration. Und dazu passt auch die nächste Anwendung U157, ich wiederhole den Quellencode-Index, U wie Ulrich, 157, und die Anwendung heißt Frakturen. Wir haben schon öfter über diese Anwendung hier gesprochen, und gerade zur Osteoporose haben wir schon viele Hinweise geben können, und erfreulicherweise haben sich dann die Anwendung auch die Mühe gemacht, uns dann über den Erfolg Bericht zu erstatten. Letzten Endes, wodurch entsteht eine Osteoporose? Die entsteht durch Wasserentzug und Wasserentzug ist deshalb so, und wenn man Wasser entzieht, entzieht man auch Kalzium in den Knochen. Das ist deshalb so, weil anderenorts eine Übersäuerung vom Körper neutralisiert werden muss. Aus dem Grunde ergibt sich der Kampf gegen die Mikroorganismen, die für Übersäuerung zuständig sind. Und das ist die Anwendung A332. Ich wiederhole den Quellencode-Index A332 und sie heißt Übersäuerung. Und wenn Sie sich an den letzten verbliebenen von mir angefügten Grund erinnern, dann ist Ihnen auch klar, dass die hier in dieser Liste, diese Anwendung, die
ganz unten steht in der Liste die Anhörung A369. Interessant ist, ich wiederhole den Quellenkodex, A wie Anton, 369, und sie heißt Stressabbau. Ich möchte mal sagen, das steht als unterstes und ist vielleicht bei unserer Lebensweise die wichtigste Anwendung, die häufigst notwendige Anwendung, um mittels Agri-Care die zuständigen Mikroorganismen bei Rückenschmerzen zu eliminieren. So, fassen wir den zweiten Punkt zusammen. Es gibt also vielfältige Gründe, die bei Rückenschmerzen zu zahlreichen Anwendungen führen, und zahlreiche Anwendungen können empfohlen werden aus vielfältigen Gründen, und im individuellen Fall sollten diese von mir aufgelisteten getestet werden, um die richtige herauszubekommen. Soweit also meine inhaltlichen Vortrag bis jetzt. Jetzt möchte ich Ihnen diese Folie nicht vorenthalten. Hier geht es darum, dass wir mit Agri-Care wirklich schon viele Menschen in die Lage gebracht haben, dass sie durch Anwendung von Agri-Care ihre Lebensqualität bedeutend verbessert haben. Und das sollten Sie auch Ihren Liebsten gönnen. Deshalb empfehlen Sie das bitte. Und wir bedanken uns bei Ihnen, wenn jemand auf Ihre Empfehlung hin in unserem Shop Agri-Care gekauft hat. Teilen Sie uns vorher den Namen mit. Wir reservieren Ihnen das über 30 Tage. Und wenn innerhalb der Zeit die empfohlene Person Agri-Care erworben hat, dann freuen wir uns nicht nur darüber, dass Sie erfolgreich empfohlen haben, dass die Person die Chance hat, ihre Lebensqualität zu verbessern, sondern wir freuen uns auch, Ihnen das mit 150 Euro Provision zu entgelten. Vielen Dank an diejenigen, die bereits großes Engagement gezeigt haben. Sie tun Gutes damit. Und jetzt komme ich zur angekündigten Kommunikation mit uns. Sie können also, und ich greife hier aus dieser Folie die Telefondarstellung heraus, also unser Telefonservice meine ich natürlich, montags bis freitags unter normalen Bedingungen, ich grenze das gleich ein, die eingeblendete Telefonnummer, und bitte nur diese Telefonnummer einmal anrufen genügt, wir rufen Sie garantiert zurück. Das gilt natürlich nicht in der jetzigen Zeit, wo wir gerade in Südtirol sind, und da deshalb bitte ich um Verständnis, dass der Telefonservice erst ab 16. wieder zur Verfügung steht, ab 16. September. Das ist genau heute in einer Woche. Aber der Ticketservice über oben eingeblendet ulrich-mtc.de/support oder E-Mail an support@ulrich-mtc.de, was Sie hier auf dieser Seite finden, das bleibt erhalten, und das finde ich wirklich auch wichtig genug, dass wir auch von hier aus unsere Expertenrunde täglich durchführen und Ihnen qualifizierte Antwort auf Ihre Fragen geben, die Sie uns über diesen Weg, nämlich das Ticket, haben zukommen lassen. Ja, und schließlich hatte ich auch über AgriSmart heute gesprochen, sonst die Probleme, die wir haben, und Ihnen auch besprochen, wie Sie die lösen können. Hier in der untersten Zeile können Sie sehen, und wenn Sie auf den Link hier anmelden klicken, dann können Sie für sagenhaft geringe 1 Euro einen Monat lang bei uns teilnehmen. Im zweiten Monat wird es 7 Euro kosten, aber Sie können jederzeit, wenn Ihnen das nicht mehr gefällt, können Sie fristlos stornieren, und dann werden Sie nicht mehr belastet. Ja, das soweit, und der Telefonservice entfällt, wie ich geschrieben habe, bis einschließlich 13.09., das ist sozusagen bis zum Wochenende. Ticketservice findet trotzdem statt. Hier noch einmal schriftlich. Sie finden es also auch, wenn Sie die PDFs herunterladen, noch einmal zum Nachlesen. Dann müssen Sie sich das nicht merken. So, jetzt Ihre Fragen, die Sie im Chat gestellt haben. Ich bin gespannt, ob Sie mich überhaupt akustisch verstanden haben. Ich habe gar nicht gefragt, ob ich zu verstehen bin, und bin gespannt, was mir Claudia und Renate
da vorbereitet haben.